Moin, liebe 5a. Was das hier ist, das wisst ihr, ne? Das ist ein Fahrradschloss. Und zwar nicht eines mit einem Schlüssel, sondern eins mit einem Zahlenschloss. Also man muss hier den richtigen Code einstellen, um das Schloss öffnen zu können. Jetzt gerade steht der Code auf 4213. Und das Schloss geht nicht auf. Viele sagen, das ist besser als ein Schloss mit Schlüssel, denn so ein Schlüssel kann man ja verlieren und dann habe ich echt ein Problem. Dann kriege ich das Schloss nicht mehr auf. Vielleicht habe ich noch einen Ersatzschlüssel, aber ja, wenn nicht, dann habe ich wirklich Pech. Andere sagen, so ein Zahlenschloss ist auch nicht so ganz ohne. Ich meine, gut, den Code werde ich wahrscheinlich nicht vergessen, den kann man sich ja dann noch besser merken und den kann ich nicht verlieren, so wie ein Schlüssel. Aber so ganz sicher ist es ja vielleicht nicht, oder? Denn wenn jetzt ein Dieb kommt und einfach mal so ein bisschen rumprobiert und immer mal probiert, dann mal am blauen Rad dreht und dann mal am rosa Rad, einfach mal so ein bisschen rumprobiert und schaut, ob es aufgeht, ja, dann probiert er ein bisschen und irgendwann hat er vielleicht Glück und das Schloss ist auf. Das will man natürlich auf jeden Fall verhindern. Und das ist einfach die Frage, wie viel muss denn der Dieb rumprobieren, um das Schloss aufzukriegen? Also vielleicht hat er natürlich Glück, aber vielleicht hat er auch einfach sehr viel Zeit und probiert vielleicht auch irgendwie systematisch jede mögliche Zahlenkombination aus. Und dann muss man sich ja fragen, wie lange muss er denn probieren? Also wie viele verschiedene Zahlenkombinationen gibt es denn hier bei diesem Schloss? Man könnte ja denken, ich habe ja vier Räder, ein grünes, ein rotes, ein blaues und ein rosanes. Und jedes dieser Räder hat 10 Zahlen auf sich, ne? Also immer von 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bis 9, von 0 bis 9 macht insgesamt 10 Zahlen. Also ich habe 4 Zehnerräder. Und dann könnte man ja denken, jedes hat 10 Möglichkeiten, jedes Rad, also insgesamt 40 Möglichkeiten, die der Dieb durchprobieren muss. Und ich kann dieses Schloss auf 40 verschiedene Möglichkeiten einstellen. Das wäre blöd, ne? Denn 40 Möglichkeiten hat ein Dieb ziemlich schnell durchprobiert. Es sind zum Glück mehr. Und wie viele das sind, das kann man ausrechnen. Und das geht mit einem eigenen Fachgebiet aus der Mathematik. Das nennt sich die Kombinatorik. Die Kombinatorik fragt immer danach, wie viele verschiedene Kombinationen oder Möglichkeiten gibt es denn? Zum Beispiel bei so einem Fahrradschloss. Ja? Also 40 sind es nicht. Das wird eure Aufgabe werden, mal rauszukriegen, ja, wie viele Kombinationen, das ist die erste Aufgabe A, gibt es denn bei einem Zahlenschloss mit 4 Zehnerrädern? So wie das eben bei dem grünen Schloss war. 4 Räder mit jeweils 10 Zahlen drauf, ne, von 0 bis 9. Ich habe euch nochmal ein zweites Schloss mitgebracht, hier. Das ist etwas größer, das passt hier gar nicht ganz drunter, ja. Auch da gibt es einen Zahlencode, hier, der ist gerade eingestellt auf 92295, geht nicht auf. Also da sind es jetzt auch wieder 10er Räder, ne? Das geht hier von 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder wieder 0. Also wieder von 0 bis 9 sind 10 Zahlen, aber diesmal sind es 5 Räder. Und ja, jetzt könnte man wieder denken, das sind dann insgesamt 50 Kombinationen, denn jedes Rad hat 10 Zahlen mal und dann, ja, das mal 5 macht 50. Das stimmt aber auch wieder nicht, ne? Also auch so ein Schloss hätte der Dieb dann ja in 50 Versuchen möglicherweise geknackt. Das ist die Aufgabe B. Also, wie viele Kombinationen muss der Dieb denn hier ausprobieren, wenn es 5 Zehnerräder gibt? Wie viele verschiedene Kombinationen bei 15er-Rädern? Ja, gut. Und dann kommen jetzt noch zwei relativ verrückte Zahlenschlösser, nämlich C und D. Die bitte ich euch auch mal nach der Anzahl ihrer Kombinationen zu untersuchen. Und zwar stellen wir uns mal ein Zahlenschloss vor, das hat nicht 10er-Räder, sondern das hat so ein Viererrad. Also es geht von 1, 2, 3, 4. Ja, also die Zahlen stehen so auf dem Rad und davon hat es 3 Räder. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, könnt ihr euch das vorstellen? Also nicht ein 10er-Rad, wo die Zahlen von 1 bis 10 drauf sind, sondern ein 4er-Rad. Das ist dann irgendwie viel kleiner oder die Felder sind viel breiter. Da sind nur die Zahlen von 1 bis 4 drauf. Okay? Die 0 gibt es nicht, also es sind wirklich 4 Zahlen. Also das wären 3 Vierer-Räder. Wenn ich das so frage, wieder, ne, wie viele verschiedene Kombinationen gäbe es bei 3 Vierer-Rädern? Ja,
wie viele Möglichkeiten müsste der Dieb hier ausprobieren, bis er sicher den richtigen Code hat? Und die letzte Frage ist jetzt, das ist nach dem Zahlenschloss D, da gehen die Räder jetzt sogar nur bis 3. Also jedes Rad hat nur 3 Möglichkeiten. 1, 2 oder 3. Aber dafür hat das Schloss 4 Räder. Ja? Also hier waren es 3 Viererräder. Hier sind es 4 Dreierräder. Okay? Gut. Was glaubt ihr? Wo muss der Dieb länger probieren? Hier? Also ich meine, gehen wir erstmal zu A und B. Hier ist natürlich klar, ne? Also das Schloss B ist schwerer zu knacken als das Schloss A, denn das sind ja einfach ein Zehnerrad mehr. Und das macht es natürlich schwerer, das Schloss zu knacken, als wenn das nur 4 Zehnerräder wären. Aber hier ist die Frage vielleicht schwerer zu beantworten. Ne? Ist das oder das Schloss leichter zu knacken? Das hat zwar 4er-Räder, aber dafür nur 3 Stück. Und dieses hat zwar nur 3er-Räder, aber dafür 4 davon. Das bitte ich euch mal rauszukriegen. Wie viele verschiedene Kombinationen gibt es bei A, B, C und D? Hier ist das vielleicht, wenn man da einmal den richtigen Denkweg raus hat, ist das ganz, ganz einfach. Es sind sehr viele, das verrate ich euch. Also es sind nicht ein paar hundert, es sind mehr. Bei beiden Schlössern A und B. Hier bei C und D, da würde ich euch vielleicht empfehlen, könntet ihr alle Kombinationen mal aufschreiben. Das ist möglich, weil hier, verrate ich mal, sind es beide Male weniger als 100 unterschiedliche Kombinationen. Und wenn ihr da nicht von vornherein eine systematische Überlegung habt, empfehle ich euch einfach mal, ja, versucht mal alle Kombinationen systematisch aufzuschreiben. Also irgendwie in ein System zu packen, dass man keine vergisst und auch keine doppelt zählt. Irgendwie, wie gesagt, also systematisch alle Kombinationen aufschreiben, wie der Code sein könnte bei diesem und diesem Schloss. Ja, das ist eure Aufgabe für die heutige Stunde und macht euch da mal an die Arbeit und guckt mal, wie viele Kombinationen gibt und vor allem, welches Schloss hier sicherer ist. Schloss C oder Schloss D. Viel Erfolg dabei. Tschüss.